Meine Güte. Also ich muss die Frau tanken lassen, sonst wird das nichts. Sonst wird das gar nichts. Hast du dein Schild auch an? Ja, anscheinend schon. Ihr Envar! Du bist tot. Und du, konzentrier dich mal auf die Frau. Au, 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 tu mir nicht weh, tu mir nicht weh. Tu mir nicht weh. Hilfe! Okay, ich heile mich und dann komme ich. Ja, ich heile mich und dann komme ich, genau. So ist das. Ich unterstütze dich von hinten. Marianne, mach dir keine Sorgen. Marianne hat sogar ein magisches Schwert. Und eine Laterne. Meine Güte, bist du ausgerüstet. Da bin ich dankbar, dass du dabei bist. So, dann schauen wir mal. Ein Sklavenschlüssel, den nehmen wir mit. Den Dolch, das lasse ich alles mal da. Das ist nicht viel wert. Eigentlich eine Schande, dass ihr so... oh ja, ein grausames Flammenschwert. Das nehme ich mit. Nur damit du es nicht hast. Ein gewöhnlicher Rock. Nein, da gucken wir nicht drunter. Aber ich kann meinen Pfeil mal wieder zurücknehmen. Ich habe auch gewöhnliche Sachen an. Dann wollen wir mal vorsichtig weitergehen. Ich hoffe... oh, ein Eimer. Guck mal, die haben Eimer hier. Die sind hochzivilisiert. Ich hoffe, ich kann hier... ein paar von euch ausschalten, bevor ihr an mich rankommt. Los, Marianne, gib's ihnen. Okay, 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 okay. Ich lauf ja schon. Ich lauf ja schon. Und die Tür ist zu. Was willst du jetzt machen, hä? Was? Oh, nein, machst du die Tür auf? Nee, 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 nee. Das ist viel zu groß, das Schwert. Nein, nein. So große Schwerter, damit habe ich nicht gewettet. Ich denke fast... ich sollte mich ganz friedlich, ganz, ganz friedlich... Wer hat das dort hingelegt? Was? Die Leiche? Wir? Ich denke fast, ich sollte einfach weitergehen. Ich denke, dieser Dungeon ist zu hoch für mich. Denn die Frau hat mich ja abgemetzelt, ohne Gnade, in zwei Schlägen. Ich gehe nochmal hier hoch. Nein, 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 komm hier hoch, komm hier hoch. Wir schleichen, ja, ich weiß, ich kann eigentlich nicht schleichen, aber wir schleichen. Denn ich will ein paar Sklaven befreien. Hey, Freunde. Was, was? Was? Ich wollte... ach so, weil ich geschlichen bin. Das tut mir leid. Okay. Ich muss den Sklaven umbringen. Oh, die Frau mit dem großen Schwert ist da. Dann macht's keinen Unterschied mehr. Gegen euch habe ich ja keine Chance. Hey, ich bin einer eurer Sklaven. Lasst mich in Ruhe. Nee, nee, nee. Das wird nichts. Das wird nichts. Was habe ich denn hier? Ausdauer absorbieren. Ja, das können wir mal benutzen. Ja. Okay, okay. Die Festung. Die Festung. Die Höhle ist noch viel zu schwer für mich. Ja. Aber wir haben zwei Diebe, zwei Banditen getötet. Willst du vielleicht mit mir zur nächsten Stadt reisen? Hm? Ich denke ja. Das habe ich mal als Ja genommen jetzt gerade. Das heißt, wir brechen spät abends noch auf Richtung Balmora. Wir haben 6 Uhr abends. Okay, das könnten wir noch schaffen. Auf dem Weg... ja, dann sehen wir mal die Welt hier. Ein bisschen bei Halbdunkelheit. Das ist ja auch recht schön. Komm mit, komm mit. Ich brauch dich. Du musst mich doch schützen vor all den bösen Monstern, die mir begegnen könnten. Das habe ich mir auch anders vorgestellt. Hab gedacht, die Frau kann ich beeindrucken. Ah, her damit. Aber nein. Nach Ebenhardt. Hier geht's nach Balmora, Vivek und Peligard. Oder Peligiad. Was? Eine Siedlung ist, die auf dem Weg zu Balmora liegt. Das heißt, da kommen wir sowieso vorbei und ich denke, da rasten wir. Da verbringen wir die Nacht. Wer bist du?
Hi, Andira. Kann ich dir helfen? Ich wollte nur wissen, was du hier machst gerade. Dachte kurz, du wärst eine Banditin. Dann hätten wir dich töten müssen. So. Pelagiat und Balmora in diese Richtung. Meine Güte, sieht das schön aus, oder? So in der Dämmerung. Oh, da hinten sind eine Menge von euch Schlammkrabben. Ja, ich hab's mir dann doch nochmal anders überlegt. Ich muss ja nicht unbedingt mit jedem Stress anfangen. Oh, was haben wir hier? Noch eine Höhle, in die ich wahrscheinlich noch nicht reingehen sollte. Haha, aber Bären. Schön die Bären geerntet. Ich brauche nur noch einen Mörser und einen Stößel, dann kann ich Tränke herstellen. Aus den ganzen Sachen, die ich hier pflücke. Ich pflück die ja nicht nur, weil sie schön aussehen. Das ist sicherlich Teil der ganzen Sache. Aber ich pflück die hauptsächlich, damit ich Tränke herstellen kann. Komm, die da oben will ich haben. Die Wurzel. Meine Güte. Schwer zu navigieren. Schöne Blumen. Na komm. Das kann ich nicht ernten. Ich versuche alles zu ernten. So, die Frage ist, wann lasse ich dich eigentlich gehen? Ich denke, wir trennen uns in Balmora. Ich wollte eigentlich keinen dauerhaften Kamerad dabei haben. Für meine Mission, denn das passt nicht mit der geheimen Mission im Auftrag des Kaisers zusammen. Aber ich denke, sie kann mir ein bisschen helfen. Zumindest für den Anfang. Falls wir überfallen werden, sollte man immer mit mehr als einer Person auf Reisen gehen zwischen zwei Städten. Und das ist Pelagiat. Und da werden wir die Nacht verbringen. Hoffentlich. Ja, ich hab noch Geld. Ich hab noch Geld. Wäre jetzt peinlich, wenn ich kein Geld hätte. Dann müsste ich hier auf der Straße schlafen. Hallo? Eine Wache? Ein Privathaus? Da wollen wir nicht reingehen. Das wäre nicht so gut. Eine Herberge. Da können wir auf jeden Fall die Nacht verbringen. Also nicht zusammen, nee. Ich denke, so weit sind wir noch nicht. Hier haben wir noch einen Händler. Habe ich irgendwas zu verkaufen? Nicht wirklich. Ich kann doch den. Das Schwert habe ich zu verkaufen. Hey. Was? Warum pfeifst du? Oh, cool. Ein Knochenschild und ein. Ach, nee, ich dachte, das wäre ein anderer Bogen. Ich dachte, das wäre ein besserer Bogen. Dann verkaufe ich dir dieses magische Flammenschwert, für das ich keine Verwendung habe. Und. Ja, ich überlege gerade, ob ich diese Teile hier verkaufen soll. Die sind nicht viel wert, leider. Du hast doch keinen besseren Bogen für mich. Und du hast, glaube ich, auch keine bessere Keule für mich. Doch, da hättest du eine. Einen Stahlstreitkolben. Den kaufen wir. Eisenstreitkolben weg. Vielen Dank, guter Mann. Da muss ich nur noch mal meine Hotkeys anpassen. Dann nehmen wir den Stahlstreitkolben. Wo ist er? Da. Yeah, hä? Marianne, hä? Blau sieht schon gut aus. Ist doch cool, oder? Scheint länger zu halten. Diese Person stellt mir einfach zu viele Fragen. Was? Ich stelle doch gar keine Fragen. Ich bin doch ganz friedlich. Ah, ein Nordmann mit coolen Tattoos. Ich will noch mal kurz hier in die Festung reinschauen. Denn die interessiert mich doch sehr. Architektonisch und alles. Meine Güte. Schöner Himmel. Außerdem ist mein Charakter ein bisschen gläubig. Zumindest seitdem er eingesperrt war. Und freigelassen wurde, glaubt er, glaube ich, an den Gott Stenda. Den Gott der Gerechtigkeit und der Gnade. Das hat er ja beides erlebt. Erst wurde er zu Recht verurteilt. Und dann wurde ihm Gnade erwiesen. Das wäre also der Gott, zu dem er betet. Und ich sollte wirklich meinen Helm abnehmen. In Städten. Ja. Ist doch gleich viel besser. Ich sehe doch gleich viel freundlicher aus, Frau Ork. Oh, ein Altar.
Vom kaiserlichen Kult? Nein, ich hab leider nicht genug Geld, um... Marianne, komm hier rein. Dann gehen wir raus. Ja, ich denke, ich lasse dich in der Kneipe dann auch stehen und so besorg mir dann mein Zimmer. Ich habe den Überblick verloren. Marek, kann ich dir helfen irgendwie? Oh. Du kannst mir Zauber beibringen, ich habe leider nicht genug Geld dafür. Ja, Geld wird ein Problem. Ich müsste eigentlich erstmal wieder hier rausfinden. Ja, okay, da. Und dann gehen wir in die Gaststätte und schlafen ein bisschen. Schneller, schneller, schneller. Und dann ziehen wir morgen früh weiter Richtung Balmora. Uiuiui, stehst mir immer so nah. Bleib doch mal hier. Ich hol uns zwei Zimmer. Aus dem Weg. Cool. Meine Güte, was für Haare. Talanius, du bist ein richtig cooler Kreuzritter. Wer bist du? Und warum kann ich nicht mit dir reden? Du siehst auch nicht schlecht aus. Mit deiner Rüstung? Also mein Traum ist es definitiv, so eine Rüstung zu bekommen. So eine schöne, glänzende Rüstung. Betten. Ja. Eins ist frei, 10 Drachen. Ende des Ganges. Okay. Dann wollen wir mal. Wo ist mein Zimmer? Hier am Ende des Ganges. Ja, Zimmertür aufgeschlossen. Das ist kein schlechter Raum für 10 Goldmünzen. Nichts in der Kiste drin, aber hey. Wunderschön. Dann wollen wir mal was essen. Ich denke, ein Brot könnten wir essen. Ich werde allerdings nicht meine Rüstung ausziehen jetzt hier fürs Schlafen. Ein Brot und ein bisschen ja, Scuttle. Ich weiß nicht genau, was Scuttle ist, aber ich glaube, es ist irgendeine Art Fleisch. Hoffentlich. Und dann rasten wir mal. Bis, ich denke, so 6 Uhr morgens wäre eine gute Zeit. Das heißt, 3 Stunden heute und 6 Stunden am nächsten Tag.